Na gut. Was war das ganze Schützenfest hier? Aber immerhin, immerhin das gefunden, ne? Essensration für schlechte Zeiten. Nochmal Essensration. Und jetzt? Ah, jetzt komme ich hier raus. Ah, okay. Jetzt bin ich hier wieder. Und wenn ich hier rumgehe. Okay, da komme ich nirgendwo mehr. Da sehe ich nur noch unten rein. Ah, da komme ich wieder hoch. Dark Warrior, einen wunderhübschen guten Abend. Hallöchen. Ah. Holy moly. Okay, okay, okay. Da kommen wir jetzt raus. Okay, das ist ja verrückt. Crazy. Sehr cool. Ja, das mit der Batterie, es ärgert mich gerade, dass ich die dafür verballert habe, ne? So, hier oben waren wir schon überall. Da kommen wir jetzt echt nur noch weiter, wenn wir Polymer kriegen. Entweder da oder da. Wie gesagt, das Messer wäre halt einfacher. Das herzustellen ist halt überhaupt kein Act. Armbrust und Bolzen wäre natürlich auch eine gute Sache, ne? Aber das Messer wäre halt jetzt erstmal der erste Anlaufpunkt. Da haben wir auch schon ein bisschen was drin. Da, wir brauchen jetzt für alles mögliche Polymere und haben aber tatsächlich keine Chance, an die zu kommen, richtig? Oder? Jesus Christ, Dankeschön für 27! Auf die nächsten Monate. Ey, vielen lieben Dank dir. Vielen Dank für den lieben Support. So, so, so mega. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Herr. Oh, warte mal, da muss ich nach oben. Dankeschön, warte mal. Jesus Christ, das war Ausrufezeichen Hype, meine Lieben. Ja? Damit das mal klar ist. Muss ich das jetzt hier drauf bauen? Oder ist das ein zweiter Kern dann? Warte mal kurz, ich habe mal eine Idee gerade. Das kann ich von außen vielleicht machen. Sam, grüß dich! Ja! Neues Spielchen. Kommt morgen in Early Access. Ah ja, da könnte ich ihn vergrößern. Das ging jetzt ohne weiteres. Okay, ja gut, soll mir recht sein. Das ist ungefähr genau das gleiche, was ich haben wollte. So. Da war es jetzt. Okay, pass auf. Als allererstes legen wir mal diesen nächsten Football hier rein. Damit wir den erstmal los sind. Dann bauen wir unsere nächste Turbine hier an. Das geht wahrscheinlich nicht, weil ich schon eine habe, oder was? Gut, da soll es mir recht sein. Das ist mir auch egal. Dann... nehmen wir mal das hier, nehmen wir mal das hier. Helium will ich nicht trinken. So, eine Lagerkiste, das können wir auch bauen.
So. Position blockiert. Warum kann ich das jetzt gerade nicht machen? Das checke ich gerade nicht. Ich kann das hinsetzen. Doch, jetzt geht's, okay. Schau mal, ob ich das dort jetzt auch bauen kann. Jetzt geht's, okay. Na gut, Hauptsache es funktioniert. Wir können auch hinter, jetzt können wir höher fliegen. Das ist schon mal extrem hilfreich. So, dann haben wir hier jetzt auch nochmal Stuff. Da können mal so Leiterplatten rein. Da kann auch dann mal so Sachen wie das Glas kann hier rein. Das Kupfer kann hier rein. Sachen, die wir halt für, primär für Forschungszwecke brauchen. Dann können wir nämlich hier auch schauen, dass wir das auch ein bisschen sauber kriegen. Guti. So, essen sollten wir mal wieder was. Ich ärgere mich, dass ich hier den Punkt nicht ausplündern kann, aber dann ist es jetzt halt so. Das Ding hebe ich mal auf gerade. Und klemme mir das mal hier vorne mit ran. Weil dann tue ich mich leichter beim Navigieren und muss ich nämlich nur nach rechts schauen, weißt du? So. Okay, pass auf, wir docken mal ab und fliegen mal nach hinten, weil ich sonst oben anecke. Leider, wie gesagt, da müssen wir vielleicht nochmal schauen. Ich drehe mal erstmal den Kutter. Ungefähr in diese Richtung. Da müssen wir hin. So, ein bisschen höher steigen. Okay, dann fahren wir erstmal zum nächsten Punkt und holen uns mal wieder eine Batterie. So. Wir können ja auch mal den Bereich hier ein bisschen abgrasen. Das wäre ja vielleicht auch mal nicht schlecht. Muss ein bisschen tiefer gehen. Gut, dann kann ich jetzt hier mal ganz kurz die Ressourcen sammeln. Weiter tiefer, glaube ich. Gehen wir mal auf die Seite. Wir können auch mal den Köder schnell raushauen. Wir haben so viele Ködersachen und wir haben ja auch Hunger. Dann machen wir jetzt gleich uns mal frisches Schnitzel. Ja. Wie weit haben wir es noch? Nicht mehr so weit. Ich würde gerne den Köder vorher noch haben. Ja, da ist er. Dann können wir jetzt mal ganz kurz, ich würde sagen, wir... Okay, wir parken hier mal auf der Plattform hier oben. Irgendwas glibbert da. Wobei, wir brauchen da gar nicht parken. Wir können auch eh, wenn wir eh wissen, dass wir umdrehen wollen, können wir auch hier parken. Müsste eigentlich reichen. So, ab in die Küche. Wie gesagt, das essen wir uns jetzt dann schnell. Hier können wir doch eigentlich dann tatsächlich nochmal einen Köder fangen, oder? Also auslegen. So. Ja, das geht hier auch. Sehr schön, dann holen wir uns von der Oberfläche mal nochmal ein zweites, damit wir unsere Essensbestände haben. Wir haben ja zur Not noch Essenslagerung hier, das hält ja auch ein bisschen. Verdorbenes Essen! Oh! Den hätten wir früher essen sollen, ne? Kann ich hier ohne weiteres dann wieder zurück, wenn ich das versuche? Ich hoffe ja. Ich könnte ja nochmal Folgendes machen. Ich könnte ja nochmal nach hinten drehen.
ungefähr. So, dann geht es uns essenstechnisch auch besser. Ja, so ist viel, viel besser, viel angenehmer. Okay. Kommen wir irgendwo rein? Ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Hat funktioniert. Okay. Können wir mal essen. Auch wenn diese alten Rationen eigentlich sehr schön sind. Ja. Okay. Kannst du mal runterspringen? Nee, ich will ja eigentlich hier weiterkommen. Also wenn es passiert, passiert's, ne? Aber ich würde das jetzt nicht bewusst versuchen. Weil dass das eine doofe Idee ist, da glaube ich, kommt jeder drauf. Das ist ein Beet oder sowas. Das wäre ja geil, wenn wir auch Beete anpflanzen. Bestimmt können wir sowas, ne? Naja, dann gehen wir halt so rum. Stahlwände ist eine gute Sache, ne? Können wir Schmutzwasser mitnehmen, das können wir dann clearen. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. So, Batterie haben wir. Da runterspringen ist nicht so gut. Da wäre es aber eigentlich kein Problem. Ja. So, dann können wir das mal schnell in den Wasserreiniger reinpacken. So, rechts von uns ist auch nochmal so ein Ding und vor uns ist noch ein Ausrufezeichen. Ich würde aber gerne nach rechts nochmal auf diesen Punkt hier quasi hier fliegen. Ja. Also den jetzt von uns quasi im Osten gelegenen. Das sind so Pflanzenpunkte oder so, keine Ahnung, botanische Punkte. Und das sind dann irgendwas anderes und das ist dann Quest vielleicht? Keine Ahnung. So, wir haben eine Batterie. Das kann da rein. Dann haben wir noch was zu essen, das kann dann da rein. Hier, das Essen hauen wir uns gleich rein. So, dann haben wir hier eine Ration. So, Wasser ist safe. Füllt sich noch? Okay, dann geht's jetzt, packen wir aus. Da hinten ist er. Der Punkt, wo wir hinwollen. Ich muss mal ganz kurz Sprit nochmal herstellen. Weil ich mir sicher bin, dass unser Sprit nicht reicht. Vielleicht finden wir aber dort eben auch was, was wir für unsere Messerherstellung brauchen. Ne? Das ist so meine Hoffnung an der Sache. So, zweimal Sprit. Habe ich ein Polymer vielleicht schon gefunden und weiß es nicht mehr? Nee. Aber da sind noch zweimal Helium drin, die müssen in den Kasten rein. Dann sind wir da mit 5 Helium gut dabei. Wie weit haben wir es denn schon? Ja, wir haben. Das ist ein relativ weiter Weg darüber. Das ist okay für mich. Im Moment ist das in Ordnung. Wir müssen auch dann bei Gelegenheit auch mal ein Schläfchen machen. Aber jetzt im Moment kommen wir ohne zurecht. Das ist ja fast Warp-Geschwindigkeit. Ja, klar. So, das reicht mir schon. 200 haben wir davon jetzt. Also da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen.
Könnten wir mal ein bisschen noch Wasser produzieren, auch wenn wir es jetzt nicht dringend brauchen, aber ey, warum nicht? Lass mal einen Köder absenken. Da sind wir auf jeden Fall da vorne. Einmal sauberes Wässerchen. Schmodderwasser kommt. Ja, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Tatsächlich. 13 klingt jetzt nicht so schnell. Ist aber schon relativ flott. So, dann kommt diese Gurke hier rein. Jetzt brauchen wir Wasser, ne? So, let's go. Das ist halt ziemlich tief, ne? Ich glaube, mehr kommen wir gar nicht hin. Wie schaut es jetzt hier aus? So wahnsinnig viel Stuff. Batterie nehmen wir mit. Da kommen wir noch weiter hoch. Müssen wir noch weiter hoch? Nur für Wasser, glaube ich, ne? Alles ganz nett, was wir hier finden. Du, eine alte Dose. Schön, schön, schön. So. Hier brauchen wir wieder ein Messer, ne? Ich kann nichts machen, ne? Ich komme hier nicht weg. Huch. Ah. Gerade wäre es fast passiert, ey. So. Wasser haben wir wirklich mehr als genug am Start, ey. Alles nur kein Poly mehr. Ja, Batterien haben wir halt, ne? Also wir könnten Sachen machen. Nee, Quatsch, was wir. Nee, nicht hier. Da rein. So, das ist die Lagerkiste für das Zeug da draußen. Da kann da der Filter auch rein. Ja, da scheint es wohl so Pflanzensachen zu geben. Ich schau mal, ob ich das auflasern kann. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwas lasern. Gibt's Glas für. Aber hier unten kann ich nichts auflasern, das hilft nichts. Also ich brauche dafür tatsächlich das Messer. Ja, gut. Dann lass uns mal den Questpunkt hier anfahren. Vielleicht finde ich das da. So, 16, das ist Maximum Speed, den wir aktuell fahren können. Wind von hinten ist natürlich auch nochmal sehr angenehm, ne? Ich glaube, für den Punkt, den wir hier haben, müssen wir aber ein bisschen höher steigen. Ich gehe mal so auf 240 oder so. Ja, genau. Da sind wir ein bisschen überall über den Wolken. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
oder so. So. Den würde ich gern zum Einsturz bringen, ne? Das hoffen wir aber, stimmt aber nicht. Ah, wir haben noch. Wir wollten doch noch, glaube ich, diese Batterieladestation-Dings bauen, oder? Da war doch noch was. Ist ja jetzt gut, Mensch. Da, hier das da. Transformator, Kupfer, Leiterplatte. Transformator, Kupfer, Leiterplatte. Nee, wir fliegen noch. Bist ein bisschen höher. Ja, ich würde ja gerne da anlanden. Werkzeugladegerät. Jetzt fehlen uns zwei Leiterplatten noch. Habe ich die noch irgendwo? Hier. Oh nein, die Höhe ist verringert wegen Turbinenschaden. Jetzt aber. Oh Gott, ist die Musik gut. Der Audio ist sensationell von dem Spiel. Ich lande. Ich will nicht. Bin gelandet, lass mich in Ruhe. Gewächshausturm, bitte? Hello there. Okay. Ja. Moment. Studienmenü. Moment. To-Do-Liste. Ja, Studien. Scanner. Grüner Kolander. Okay. Polymer. Da ist es. Wir haben's. So, vielleicht. Okay. Let's do it. Okay. Das heißt, ich glaube, wir werden hier ganz gut fündig, ja? So, erstmal du hier rein da und dann ab dafür. Dann legen wir uns mal ein bisschen aufs Ohr. Dann wird es zum einen heller und dann, jo. Zu hart aufgesetzt, das stimmt gar nicht. Das war butterweich, ja? Butterweich. Nichts für unseren schreckhaften Parzi. Ja, Parzi-Bär, der Arme, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie Parzi darauf reagieren würde. Haben wir das jetzt eigentlich fertig gebaut? Ja. Lädt das Ding jetzt? Ah, braucht eine Batterie. Ah, Batterien sind echt so ein bisschen schwierig. Jo, der pumpt da rein, ne? Okay, dann wird der Scanner verwendet. Gewitter sind gut. Gewitter gehen wieder. Aber bei Kartoffeln hört's auf. Bruder, war ich das Schiff beschädigt? Das stimmt noch nicht. Hier, guck mal. Keine Reparatur benötigt. Nirgendwo brauchen wir Reparatur hier. Das Schiff ist butterweich gelandet. Ihr wisst halt nicht, was gut ist. Ihr wisst alle nicht, was gut ist, ja? Butterweich war das. So. Das stecken wir mal da rein, das Ding. Das hole ich mir dann, wenn ich es brauche. Okay. Let's go.
Boah, das ist ja ein riesen Schmutzwasserbehälter. Holy moly, das ist gigantös. Oh, ist das Polymer? Ist es das? Und wenn ja, kann ich mit dem Laser von da unten da oben reinschießen? Stimmt, oder? Ist irgendeine Fabrik oder sowas? Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir hier noch? Oh, 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 oh! Ah, Epoxid! Ein Ölfass? Noch mehr Epoxid? Polymer! Ich hab Polymer! Yes! Noch mehr Polymer! Schaut aus wie Goldbarren, ich liebe es! Ich will mehr davon! Oh, Inventar voll! Erzähl doch keine Geschichten, Junge! So nicht! Oh Gott, wir sind natürlich auch wirklich komplett voll, ne? Okay, okay, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich hab Polymer. Polymer! Oh! Kaputte Verbesserungsstation. Ich bin interessiert. Ich glaube, das scannt er automatisch, wenn du es ins Inventar nimmst, oder? Ist das nicht so? Also ich hatte so den Eindruck, wenn ich irgendwas ins Inventar nehme, hat das quasi automatisch gescannt. Aber wir können das gerne nochmal gleich checken. Aber vorher machen wir erstmal das Messer startklar. Weil, da warte ich nämlich schon die ganze Zeit drauf. So, wir haben das. So. Dann machen wir die große Flasche startklar. Das ist sehr interessant, oder? Armbrustbolzen, Epoxid. Mach mal die große Flasche noch schnell. Das ist bestimmt eine gute Sache. Und jetzt ist Polymer auch, genau, Pflanzenöl brauchen wir dafür. Aber jetzt machen wir Folgendes erstmal. Gibt's erstmal Frühstück. So, dann stellen wir uns erstmal diese ganze Geschichte hierher. Ein Messer braucht auch Polymer und aber Plastikmüll. Ja, okay. Zum Glück haben wir davon extrem viel Zeug. Ich kann da nochmal welches herstellen. Wir haben so viel, dass wir damit nutzen können. So, dann müsste ich jetzt das Messer können. Yes. Let's do it! Und dann geht's nämlich weiter. Pflanzenöl. Und, das wird wahrscheinlich irgendwelche Pflanzenteile brauchen. Printing completed. Gut. Große Flasche braucht eben Polymer. Gut, die sollten wir vorher... Das sollten wir schon vorher können, ne? Oh, yes. Also die großen Pflanzen... die großen Flaschen sind mit Sicherheit für uns ein absolutes Must-Have, ne? Aber wir brauchen wahrscheinlich dazu vorher eine stabile Polymerversorgung, weil sonst wird das eher so ein bisschen schwierig, glaube ich. Biomasse kriegen wir raus, wenn wir das wegmachen. Geil. So, Scanner an. Epoxid. Viel Epoxid, geil. Geil, sehr gut. Okay. Hier war ja nichts mehr mit weiter, was wir irgendwie scannen wollten, mussten und nicht konnten. Nee, pass, da waren wir durch. Hier ging es weiter mit dem nächsten Abschnitt. Oben, warte mal, oder nach oben. Gehen wir erstmal nach oben. Erst nach oben und dann schauen wir nochmal nach unten. So, hier, guck, ich hab's eingesammelt, dann geht's quasi. Och nee, ich muss zurück. Ich brauche ein größeres Inventar, ich sag's euch.
So, jetzt lass uns mal ganz kurz ein paar Sachen wegpacken. Also, wir brauchen das nicht, wir brauchen das gerade im Moment nicht. Dann haben wir hier Wasser. Dazu brauche ich eine frische Flasche. Machen wir mal so. Kommt der Schmutzzeug da rein. So. Dann haben wir den Biomassekraftstoff. Machen wir auch. Dann ist das, haben wir das gleich schon verarbeitet hier. So, in unserem anderen Stuff-Kiste machen wir immer volle Stacks rein, damit wir die hier zwischenbunkern können. Da haben wir jetzt nämlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz.